Hey Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute werde ich einen Tag lang Food-Neuheiten von Fame Marken testen. Ich war in dem einen oder anderen Supermarkt unterwegs auf der Suche nach ein paar Neuheiten. Bin natürlich fündig geworden. Ich habe mich aber nur für die Neuheiten entschieden, die mich am meisten angesprochen haben. Und wo ich gesagt habe, ey, die musst du unbedingt abchecken für die Leute. Ich verrate euch eins, ich bin mit riesen Kohldampf los. Dementsprechend ist auch eine riesen Tüte zustande gekommen. Ich würde vorschlagen, ihr gönnt euch jetzt was Leckeres zu trinken, was zu essen und genießt einfach das Video. Viel Spaß dabei. Vorab muss ich euch kurz einmal vorwarnen, falls ich heute so wirke, als ob ich krank bin oder so ausschaue, es liegt nicht daran, dass ich es bin, sondern aktuell ist die Allergie komplette Rino am Kicken und die Allergietabletten, die ich mir besorgt habe, bringen absolut gar nichts. Die 10 Euro hätte ich definitiv besser investieren können. Naja, das Leben ist viel zu schön, um sich aufzuregen. Ich hoffe, bei euch ist wenigstens alles gut und ihr habt keine Beschwerden. Starten wir mit dem Frühstück. Da habe ich jetzt zwei Neuheiten am Start. Es gibt mal wieder Pizza zum Frühstück. Mensch, der Buddy wird sich freuen, denn die Bres oder die Schwestern von Wagner haben eine Brezelpizza rausgebracht mit Ham und Paprikastreifen. Dazu eine Geschichte, die wirklich wie die Faust aufs Auge zum Frühstück passt. Da ist jetzt auch keine Ironie dabei. Ausnahmsweise ist der Niki jetzt mal ernst. Starbucks hat einen neuen Cappuccino rausgebracht im Chocolate Hazelnut Flavor. Ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen, wie eine Wäscheleine, was fällt mir noch ein? Und der Klassiker wie ein Bettlaken, let's go mit der Zubereitung. Bam, das Frühstück wurde angerichtet. Es riecht wunderbar, obwohl ich nicht optimalen Geruch habe durch meine Allergie. Ich würde vorschlagen, den Bruder lasse ich erstmal abkühlen. Blas zwei, dreimal, denn mein Maul möchte ich mir nicht verbrennen. Die Geschmacksknospen sollen nicht absterben. Die brauche ich heute definitiv an der einen oder anderen Stelle für die ein oder andere Neuheit noch. Ey, wenn ihr dieses Format hier in Zukunft häufiger sehen wollt, ich kann das Ganze auf dem Kanal etablieren, dann zeigt es mir mit dem Daumen nach oben. Ich liebe es ja, Neuheiten zu testen. Ich hätte easy peasy noch zwei, drei weitere Tüten für das Video hier einkaufen können. Wir starten hiermit. Ich habe mal eine Frage. Die Frage geht hier an Leute, die sich wirklich mit gutem Kaffee auskennen. Gehen solche Leute nach Starbucks oder sagen die eher, das ist mehr Schein als Sein, ist so ein Hipsterladen. In der letzten Zeit habe ich Kaffee für mich entdeckt, allerdings nicht in einer warmen Version, sondern eher in einer kalten Version. Ich bin da ein Riesenfan von dem Cold Brew von McDonald's. Ich scheiß auf den Strohhalm, ich möchte das Ganze so sippen. Also Chocolate Hazelnut Cappuccino. Also du hast eine richtig intensive Haselnussnote, die schmecke ich raus, obwohl mein Geschmack auch nicht optimal ist neben dem Geruch. Mensch, kannst du auch keinem erzählen. Mann, er ist am Tropfen. Ich sollte doch lieber den Strohhalm verwenden. Dann hast du eine dezente Schokoladennote und eine leichte Kaffeenote. Im Großen und Ganzen eine richtig geile Harmonie. Ich werde das Ganze, was ich heute teste, auch nach dem 1-10 Prinzip bewerten. Eine gute 8,5. So länger kann ich nicht warten. Ich hoffe, du bist abgekühlt. Ja, müsste passen. Ich glaube, irgendwas stimmt mit meinem Ofen nicht. Also oben wunderbar geworden. So wie eine Tiefkühlpizza sein sollte. Aber unten irgendwie labbrig. Ich glaube, meine Ober-Unterhitze hat einen Schuss, ist kaputt. An sich Brezelprodukte in jeglicher Variation ist vollkommen meins. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen herzhaften Brezelprodukten oder süßen Brezelprodukten, würde ich mich eine Kombination, vertraut mir, wenn ihr das noch nicht probiert habt, das solltet ihr mal probieren, eine Laugenstange oder ein Laugenbrezel mit Nutella. Oh, bello. Oh. Allerdings mit Frischkäse ist das Ganze auch nicht schlecht. Ich frage mich, warum so ein Produkt jetzt erst auf den Markt gekommen ist und nicht viel eher. Mensch, jetzt ärgere ich mich. Hätte ich das mal vor ein paar Jahren rausgehauen, da hätte ich eine dicke Mark mitgemacht. Oftmals ist es ja so, dass man den Rand von einer Pizza eher liegen lässt, weil er trocken ist und nicht geil. Aber bei so einem Brezelteig, welcher knusprig ist, habe ich das Verlangen, ihn zu essen. Mmh.
Jetzt aber auf jeden Fall mal was anderes, kann das Ganze nur nicht ganz so gut bewerten, weil der Belag nicht meins war. Müsste da mal eine andere Kombination ausprobieren, deswegen fällt die Bewertung nicht ganz so gut aus. Eine 7 von 10. So, fürs Mittagessen muss ich mich jetzt nochmal losmachen, denn ich habe in Erfahrung gebracht, dass eine recht bekannte Fastfood-Kette, wo ich sehr, sehr gerne speise, zwei Produkte neu rausgebracht hat, die man im Supermarkt erwerben kann. Wünsch mir Glück, dass ich das Ganze finde. Ja. Eine Ewigkeit später. Und es hat sich bewahrheitet, dass Lidl sich lohnt. Die Rede war von den Nordseefischstäbchen und den Knuspergarnelen. Huhuhu. Da bin ich mal sehr gespannt. Machen wir kurze 15 und bereiten das Ganze zu. Es wurde angerichtet. Es riecht hier sowas von intensiv nach Aioli-Dip, obwohl hier kein Aioli-Dip bei ist, was aber eine coole Idee gewesen wäre. Liebes Nordsee-Team, merkt euch das fürs nächste Mal. Es liegt daran, ich habe gesehen, in der Panade von der Garnelen ist Knoblauch verarbeitet. Ihr wisst ja, einer meiner absoluten Lieblingsprodukte bei der Nordsee sind die frittierten Garnelen. Die bereiten das Ganze dort in der Fritteuse zu. Ich habe es jetzt in der Pfanne mit recht viel Öl zubereitet. Mal schauen, ob die dort dran kommen. Die Dinger machen auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eindruck, fast gar nicht eingelaufen, was ich ein bisschen schade finde. Das Ganze ist nun ein Aktionsprodukt bei Lidl, das heißt, es ist nicht dauerhaft im Sortiment. Oh, bello. Die Panade ist einfach unvergleichlich geil. Und die Garnele da drin, 0% trocken, schmeckt gar nicht nach Fisch, schön saftig. Die erste 10 von 10 heute. Aber was ich dazu sagen muss, vor Ort die aus der Fritteuse schmecken mir doch noch ein Ticken besser. Ich meine, Fett ist ein Geschmacksträger. In der Vergangenheit habe ich echt viele Fischstäbchen getestet. Von günstig bis teuer war alles dabei. So krasse Geschmacksunterschiede gab es da gar nicht. Die waren fast alle auf einer Wellenlänge. Vielleicht haben die ja ein Alleinerkennungsmerkmal. Sagt man das so? Habe mir Fixelotte 3 Stück hinter der Ohren geklatscht und mir das Ganze gut durch den Kopf gehen lassen. Keine Frage, war kein schlechtes Stäbchen, aber hebt sich von der Menge nicht ab. Solides Ding, deswegen 8 Punkte. Wie ihr sehen könnt, befindet sich die Mystery Box hier in meiner Hand. Jetzt geht's weiter mit Snack-Neuheiten. Nach den ganzen Herzhaften brauche ich jetzt etwas Süßes. Deswegen machen wir weiter mit dieser Tafel Schokolade von Rittersport. Crunchy Brezel, das kann doch einfach nur schmecken. Vielleicht löst es ja meine absolute Lieblings-süße Brezel-Kombination ab. Von Rittersport habe ich noch nicht allzu oft Schokolade gegessen, aber ist eine recht fame Marke. Habt ihr eine Favoritenmarke, wenn es um Schokolade geht? Bei mir ist es der Klassiker Milka. Ein Stückchen reicht, denn einiges steht heute noch an. Wir wollen ja nicht verfetten. Da muss ich gleich noch ein Stück hinterher schieben. Das Süß-Salzige ist eine richtig geile Kombination, was ich dazu aber sagen muss. Man muss es mögen, ist recht speziell. 8,5. Machen wir weiter mit Salzig. Mal wieder eine Chipstüte am Start von der Ehrenmarke Funny Frisch. Die haben eine neue Sorte im Chili Cheese Fries Style rausgebracht. Sieht sehr, sehr ansprechend aus. Kannst du nicht stehen bleiben? Bist du schwach auf Rippen oder was? Brauchst ein Stück Schoki? Gönn dir. Ihr wisst, Chili Cheese und ich sind so. Enttäuscht mich nicht. Hört mir mal zu, wenn ich lese Chili Cheese, erwarte ich einen Käsegeschmack. Den hast du hier nur minimal am Start. Das gefällt mir überhaupt nicht. Da erwarte ich einen Geschmack, der mir in die Bäm Schnutz klatscht. Und eine scharfe Note hast du überhaupt nicht. Ich glaube, die Chips standen neben der Chili. Wurden damit aber garantiert nicht gewürzt. Meiner Meinung nach, sorry Funny Frisch, glaub, 4. Machen wir weiter wieder mit Süß. Ein Produkt von einer ganz bekannten und beliebten Marke, nämlich Oreo. Das Ganze ist hier ein Remix aus Karamell und Vanille. Sieht ansprechend aus. An sich Oreo cooler Keks, aber nichts Außergewöhnliches, Spektakuläres. Also der ganz simple. Mensch, 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 der Keks hat sich gelöst. Sehr viel Creme am Start. Was bei den traditionellen nicht der Fall ist, deswegen bevorzuge ich die mit Doppelcreme. Oreo ist ja so aufgebaut, du hast einen schokoladigen Keks und dann eine gewisse Frische durch die weiße Creme, die dort drin verarbeitet worden ist. Dazu haben wir jetzt dieses Karamell-Ding, welches diese Frische wegnimmt. Deswegen gefällt mir das Ganze überhaupt nicht und kriegt von mir nur eine 3.
Zu guter Letzt was zum Spülen, Getränk, welches bei euch da draußen sehr beliebt ist. Bei mir ehrlich gesagt nicht so, denn das ist einfach nur eine Zuckerplörre, die ich mir mit gutem Gewissen nicht reinziehen kann. Red Bull hat eine neue Sorte rausgebracht, Coruba Holunderblüte. Hört sich aber interessant an. Das Ding gibt mir so einen Vibe. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Allergie gerade komplette Rino reinklatscht, aber es schmeckt so wie ein ungesüßter Mojito-Cocktail. Ich würde es nicht in Kauf nehmen, das zu trinken bei 11 Gramm Zucker auf 100. Da gibt es definitiv bessere Alternativen. Zum Beispiel den zuckerfreien mit nur natürlichen Aromen, Farbstoffen, kein Taurin und Proportionen unter 20 Kalorien Energy von meinem Partner Holy, die auch köstlichen zuckerfreien Eistee und Hydration anbieten. Ich habe den Tag über Grapefruit Giraffe getrunken. Göttlicher Geschmack, erinnert mich ein bisschen an Isostar, nur in besser. Gibt es aktuell in der doppelten Menge, das heißt 100 Portionen mit coolen Shaker für 59 Euro statt 79. Pro Portion sind wir hier bei 59 Cent. Wow. Allerdings ist das Ganze limitiert, solange der Vorrat reicht. Plus mit dem Code Lifestyle5 gibt es für Neukunden nochmal 5 Euro Rabatt auf die erste Bestellung. Falls ihr bereits Kunden seid, nutzt Lifestyle für 10% auf eure komplette Bestellung. Allerdings, wenn ihr euch nicht direkt so eine große Dose bestellen wollt oder euch bei der Riesenauswahl nicht sicher seid, dann empfehle ich euch das Starter-Set Deluxe, wo ihr euch komplettes Programm durchtesten könnt. Mit allen Holy Bestsellern, 43 Portionen inklusive cooler Shaker plus kostenfreier Versand. Ist aktuell sogar auf der Seite 20 Euro reduziert. Natürlich könnt ihr auch da meinen Code anwenden. Schaut vorbei und gönnt euch etwas Schönes. 3.28 Uhr nachts. Bam, und somit wurde das große Finale aufgetischt. Es ist ein Drei-Gänge-Neuheiten-Menü, wie ihr sehen könnt. Der Mann hat etwas Asiatisches in seiner Hand. Ich war mal wieder im asiatischen Supermarkt unterwegs und habe von der recht bekannten Ramen-Marke Bulldog diese Dumplings hier entdeckt, im Hot Chicken Kimchi-Style. Ich bin ein Riesen-Fan von Dumplings, ist einer meiner absoluten Favoriten, wenn ich beim Asiaten bin. Allerdings bezweifle ich es ein bisschen, dass mir das mit dem Kimchi-Zeug schmeckt. Das ist so ein asiatischer Kohlsalat mit einer leichten Schärfe, habe ich mal im Video probiert. Bin ich nicht übertriebener Fan von gewesen, aber vielleicht ist die Kombination ja cool. Habe es in der Heißluftfritteuse zubereitet. Ist gar nicht so übel geworden. Die Teigenden schön crunchy. Hier schön soft, wie es sein sollte. Alter, es ist sowas von scharf. Das wird definitiv zweimal brennen. Das merke ich jetzt schon. Bitte die Hälfte von der Schärfe. Und dann die, oh, sorry. Recht nice. Aber so kann ich nur 6 von 10 geben. Kommen wir zum zweiten Gang. Der ist auch höchstwahrscheinlich in sich hatte. Es sind circa 5 Minuten vergangen. Musste in die Küche ein bisschen Brot essen, ein bisschen Milch trinken. Die Schärfe ist immer noch da. Die kam im Nachhinein immer mehr. Ach. Es sind Rahmen, bin ich ein riesen Fan von, nur leider kann ich den Großteil mit Genuss nicht zu mir nehmen, weil sie einfach viel zu scharf sind. Es ist eine Habanero-Lime-Version. Oh Mann, mein Bruder hat in einem Video mal eine halbe Habanero gesnackt und der Mann, der kann Schärfe sowas schon ab, ist daran zugrunde gegangen, hat ihn bam, bam, bam ausgenockt. Ich hoffe, das Ganze knockt mich nicht aus, aber ich denke, es ist nicht schlimmer als die schärfsten Instant-Nudeln der Welt, die ich im vorletzten Video gesnackt habe, wo ich übrigens 2-3 Tage später immer noch was von hatte. Hier war noch so ein Topping-Tütchen bei, wo Flake draufsteht. Das kommt natürlich auch oben drauf. Getrocknetes Gemüse einfach nur. Die Soße riecht verdammt scharf. Okay, bis jetzt geht es noch. Habe ich gerade bei den Jungs auch gedacht. Aber dann im Nachhinein, bing! Okay, jetzt kommt es auch. Alter, die sind verdammt geil. Ich mag den scharfruchtigen Geschmack. Ist köstlich. Aber auch hier, Hälfte der Schärfe nur. Dann wäre optimal. Aber so kann das leider der Großteil der Gesellschaft nicht zu sich nehmen. Ich würde es euch auch nicht empfehlen, wenn ihr mit Schärfe nicht umgehen könnt. Wenn ihr schon ein Pfefferkorn als scharf empfindet, bitte Finger von weglassen. Oh. Es sind wieder circa 5 Minuten vergangen und ich stelle gerade fest, die Schärfe von den Nudeln ist um einiges stärker als von den Dumplings. Im letzten Gang gibt es jetzt Kinder Pinguin Cherry. Ich hoffe, der Bruder neutralisiert das Ganze. Sieht köstlich aus. Könnte zu guter Letzt nochmal ein Bringer werden.
an sich das traditionelle Kinderpinguin. Göttlich. Sehr lange nicht mehr gegessen. Schmeckt wie Kirschbuttermilch und Amarena-Eis. Meiner Meinung nach passt es aber nicht zu Kinderpinguin, zu fruchtig. 3 von 10. An der Stelle bin ich fix und foxy. Dennoch hat das Video mir echt viel Spaß gemacht zu drehen. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze hier in Zukunft häufiger sehen wollt, dass ich das Format etabliere auf dem Kanal, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Ihr könnt mir auch, falls ihr die eine oder andere coole Produktneuheit im Supermarkt gesehen habt, in die Kommentare schreiben. Dann checke ich das Ganze für die breite Masse ab. Schaut gern bei Holy vorbei, gönnt euch etwas Schönes, probiert was aus, folgt mir für ein paar private Einblicke auf Instagram. Und damit ihr keiner der weiteren YouTube-Videos verpasst, dann vergesst auch nicht, den wunderbaren Kanal zu abonnieren. Vielen Dank für euren Support, ich liebe euch, bis zum nächsten Mal, peace out.